Ihr wisst vermutlich, wie ihr Termine auf privat setzt und wahrscheinlich auch, welche Wirkung das hat. Aber wisst ihr auch, dass das für alle anderen Outlook-Elemente auch geht, ebenso für E-Mails und wie ihr das einstellt? Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Heute geht es darum, wie ihr beliebige Outlook-Elemente auf privat setzt, welche Wirkung das hat und vor allem auch, wie ihr das für E-Mails macht. Und ich möchte euch sogar noch zeigen, wie ihr für Termine einstellen könnt, dass jemand anders eure privaten Termine sehen kann und warum ihr das auf keinen Fall tun sollt, beziehungsweise nur dann, wenn ihr wirklich wisst, was ihr tut, weil ihr damit eine ganze Menge andere Dinge auch noch verändert. Und nebenbei wird es noch alle möglichen Tipps und Tricks rund um Zugriffsrechte in Outlook geben. Aber schauen wir doch einfach mal rein. Ich habe hier mal den Kalender mit Terminen und da ist ein privater Termin. Das sieht man auch hier an dem Schloss. Wenn ich den anklicke, den Termin, dann sieht man auch hier oben das Privat eingedrückt. Da könnte man das auch ein- und ausschalten. Und im Termin, wenn man den aufmacht, dann hat man hier auch das Privat. Und das ist im Prinzip genauso nicht nur für den Kalender, sondern ich habe das mal vorbereitet, wenn wir jetzt in die Kontakte gehen, dann seht ihr, ich habe hier einen Kontakt, den Stefan Meyer, und der ist auch auf Privat. Das heißt, es gibt mehrere Kontakte, einer davon ist privat und bei den Aufgaben haben wir das genauso. Da habe ich hier ein Beispiel für die private Aufgabe. Und ihr habt immer wieder dasselbe Prinzip. In der Aufgabe, im Termin, in den Kontakten gibt es hier dieses Privathäkchen. Wenn wir uns das mal anschauen bei den E-Mails, dann seht ihr, ich habe hier extra meine Spalte für die Vertraulichkeit eingebaut, dass diese E-Mail eine E-Mail ist, die auf Privat gesetzt ist. Und das ist jetzt etwas, was die meisten nicht kennen, wie man das einstellt. Ich zeige euch das mal, wenn ihr eine neue E-Mail erstellt. Dann könnt ihr hier unter Nachricht im Bereich Markierungen auf den Pfeil klicken, sodass ihr die Nachrichtenoptionen bekommt. Und dann seht ihr, gibt es hier die Vertraulichkeit. Und die könnt ihr genauso auf Privat setzen und dann schließen, wie das im Prinzip bei Terminen, Aufgaben und Kontakten geht. Allerdings sieht man jetzt hier nirgends, dass das privat ist. Deshalb, wie gesagt, habe ich hier mal die Spalte mit der Vertraulichkeit eingeblendet. Das Video kennt ihr ja vielleicht, indem ich auf diese ganzen Ansichten und Spalteneinblendungen schon eingehe. Genau, jetzt schauen wir uns das mal auf der anderen Seite an. Das heißt, die Sachen sind jetzt alle auf privat eingestellt und jetzt gibt es vielleicht jemanden, der darf in euren Posteingang, in euren Kalender und so weiter reinschauen. Und wir schauen mal, wie sieht der denn jetzt diese Dinge? Also wir haben hier fünf E-Mails, eine davon ist privat und ich wechsle jetzt mal zu einem anderen Benutzer und zwar ist das hier jetzt der Benutzer Burger Arno, nicht mehr die Akademie und der hat jetzt von der Online-Akademie den Posteingang aufgemacht und ihr seht, hier sind vier Nachrichten drin. Wir hatten vorhin gesehen, es waren fünf und da war eine private dabei. Und ihr seht, es sind vier und hier unten steht jetzt Elemente 5. Na, damit wüsste ich jetzt, dass es da wohl private gibt, weil sonst dieser Unterschied nicht auftreten würde. Wenn ich in den Kalender gehe, dann sehe ich hier im Kalender die Termine und der eine ist privat. Das heißt, hier sehe ich den Termin schon, aber ich sehe, dass es ein privater Termin ist. Und wenn ich versuche, den aufzumachen mit einem Doppelklick, dann geht das nicht. Wenn ich jetzt in die Kontakte gehe, dann seht ihr, hier sind drei Kontakte. Vorhin waren das vier und hier unten steht auch Elemente 4. Also auch daran sieht man dann, dass es hier einen privaten Kontakt gibt. Bei den Aufgaben ist es genauso. Zwei Aufgaben sind da. Elemente 3 steht hier unten. Also auch hier gibt es eine private. Jetzt fragt ihr euch vielleicht gerade, hier bei den Aufgaben sieht man das, Online-Akademie Arno Burger, da bin ich, aber wenn ich, wie ich gerade hier bei den Kontakten war,
Woran sehe ich denn, dass das jetzt der Kontakteordner von der Online-Akademie ist? Ne? Hier steht Burger Ahnung, Outlook Datendatei. Da sehe ich sowas nicht und deshalb habe ich hier schon mal auf Ordner umgeschaltet. Ihr habt die Möglichkeit, hier die Ordnereigenschaften für so einen Ordner anzuzeigen. Und da sieht man, es sind tatsächlich jetzt die Kontakte der Online-Akademie. Und das ist hier in den Kontakten, finde ich, nicht gut gemacht, weil man das nicht richtig sieht. Und es ist auch so, wenn ich jetzt in einen anderen Ordner wechsle, dann komme ich hier nicht direkt wieder zu diesen Kontakten. Ich muss erst wieder auf freigegebene Kontakte öffnen gehen. Dann gebe ich den Namen der Akademie ein, bestätige mit OK und dann werden diese Kontakte wieder angezeigt, aber es wird hier nichts mit eingebunden, sodass ich später schnell drauf zugreifen kann. Das ist ja, wenn man es sich jetzt zum Beispiel bei den Aufgaben anschaut, eben anders. Wenn ich hier einen Ordner wähle und dann wieder auf die Online-Akademie-Aufgaben gehe, dann geht das ganz wunderbar. So, jetzt gibt es noch eine Besonderheit, nämlich im Kalender. Ich wechsle dazu mal wieder in die Online-Akademie. Hier im Kalender von der Online-Akademie habe ich jetzt die Möglichkeit in den Berechtigungen, ihr erinnert euch vielleicht, ich habe schon mal ein Video gemacht, wie man die nachschaut. Man schaut die nach über einen Rechtsklick Kalender, Eigenschaften, Berechtigungen und da ist jetzt der Arno Burger drin und dem habe ich jetzt hier mal noch zusätzlich Stellvertretungsberechtigung hingegeben, kann private E-Mails anzeigen. Und da empfehle ich euch, lasst da die Finger davon. Und zwar deshalb, weil ihr hiermit nicht nur die privaten Ereignisse freigebt, sondern ihr stellt eine Stellvertretung ein. Und diese Stellvertretung, die wird genau genommen unter Datei, Kontoeinstellungen, Stellvertretungen eingerichtet. Da ist jetzt automatisch mein Name mit dazugekommen. Und ihr seht, hier steht jetzt zum Beispiel an mich adressierte Besprechungsanfragen und Antworten nur an meine Stellvertretung schicken. Das heißt, ich bekomme die jetzt gar nicht mehr, die gehen nur noch an meine Stellvertretung. Oder hier steht, Stellvertretungen können Elemente in ihrem Auftrag senden. Dazu zählt auch das Erstellen von Antworten und so weiter. Das heißt, die Person, die ihr jetzt hier ausgewählt habt für die privaten Ereignisse, so wie das erstmal aussah, die darf ganz viel. Die darf in eurem Namen E-Mails verschicken, die kriegt eure ganzen Besprechungsanfragen. Und wenn ihr das jetzt hier wieder entfernen wollt und hier die Person rausnehmt und entfernt, dann verschwinden alle Berechtigungen in allen Komponenten von Outlook, also nicht nur im Kalender, sondern auch in den Aufgaben oder auch in den E-Mails. Deshalb Stellvertretung sollte man nur einstellen, wenn man weiß, was man tut. Und dummerweise werden die über die Freigabeberechtigungen im Outlook-Kalender in dem Moment freigegeben, wo man hier dieses Stellvertretung und kann private Ereignisse anzeigen einstellt. Also lasst von diesem Punkt lieber die Finger. Ja, und jetzt bin ich total neugierig, was ihr noch für Fragen dazu habt. Schreibt mir die in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich lese die, ich beantworte die auch gerne ausführlich, manchmal auch mit einem Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch einen Daumen hoch. Das hilft mir weiter. Und wenn es euch besonders gefällt, abonniert gerne den Kanal. Dann werdet ihr regelmäßig informiert, dass was Neues da ist. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Ciao, euer Arno.